Liebe Freundinnen, Feminismus, der Begriff, der ist mir irgendwie zu radikal. Diesen Satz höre ich immer wieder, wenn ich sage, dass ich leidenschaftliche Feministin bin. Und ich frage euch, ist es radikal zu fordern, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten sein sollten? Ist es radikal, wenn ich selber über meinen Körper bestimmen möchte? Und ist es radikal, wenn ich den Wunsch habe, nachts alleine nach Hause gehen zu wollen, ohne Angst, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob mein Make-up zu auffällig, mein Kleid zu kurz, mein Ausschnitt zu tief ist, ohne dass ich mit dem Smartphone am Ohr ein fiktives Gespräch nachstellen muss, um zu zeigen, ich bin nicht allein, und ohne dass ich mit dem Schlüsselbund als Waffe in der Hand mich vor potenzielle Angriffe schützen will. Liebe Freundinnen, Feminismus ist nicht radikal, Feminismus ist universal. Und das bedeutet für uns, dass jeder Politikbereich eine feministische Handschrift tragen muss. Wenn ich heute als Beisitzerin und später als frauenpolitische Sprecherin kandidiere, dann möchte ich genau das deutlich machen und zeigen, dass wir alle daran arbeiten müssen. Denn Feminismus ist der Grundpfeiler unserer Grünen Partei. Das gilt es hochzuhalten und immer weiterzuentwickeln. Und wir sehen doch jetzt gerade, dass es eben den Unterschied macht, wenn wir Grünen in der Regierung sitzen. Auf Bundesebene haben wir den unsäglichen Paragraf 219a abgeschafft. Und es wird gerade an einem Selbstbestimmungsgesetz gearbeitet, was eine echte Lebensqualitätsverbesserung für so viele Menschen bedeutet. Wir machen der Stigmatisierung und den Angriffen ein juristisches Ende. Und auch im Koalitionsvertrag, den wir gestern beschlossen haben, lesen wir diese feministische Handschrift deutlich raus. Wir reden endlich davon, die Sichtbarkeit von Frauen auf der politischen Bühne zu erhöhen. Wir wollen Frauen vor der Altersarmut bewahren. Und wir machen den Kampf gegen Homo- und Transfeindlichkeit zur Querschnittsaufgabe. Unsere Partei fußt auf dem Fundament, was ganz viele Feministinnen geschaffen haben. Und ich würde heute nicht hier stehen, wenn es euch nicht gäbe. Die vielen starken Frauen und Männer, die dafür kämpfen, dass das gute Leben für alle möglich ist. Und das bedeutet auch ganz klar, dass Feminismus vielfältig, divers, ja intersektional sein muss. Dass wir die Mehrfachdiskriminierung von BPOC-Frauen, von Transfrauen, von Frauen mit Behinderung in das Zentrum unseres politischen und feministischen Engagements stellen müssen. Und darum müssen wir uns gegenseitig zuhören. Wir müssen Probleme erkennen und wir müssen den Mut haben, aufzustehen und füreinander einzustehen. Denn wenn Haltung gefragt ist, dann sind es wir Grünen, die als erstes aufstehen. Denn je mehr Menschen sich dem Kampf gegen Diskriminierung aller Art anschließen, desto weniger Last ruht auf den Schultern derer, die betroffen sind. Liebe Freundinnen, als Partei in Regierungsverantwortung nehmen wir eine neue Rolle ein, die ein kluges, strategisches Denken erfordert. Und dabei dürfen wir uns nicht im Tagesgeschäft verlieren. Wir müssen unsere Inhalte stetig weiterentwickeln und dabei alle Mitglieder mitnehmen. Und wir müssen Neumitgliedern durch gute Formate zeigen, dass ihre Entscheidung für uns die richtige war. Als ehemalige politische Geschäftsführerin der Grünen Jugend NRW konnte ich dieses strategische Denken unter Beweis stellen. Mit einer Kommunalwahlkampagne haben wir es geschafft, 100 junge Menschen in unsere, in eure Fraktion zu empowern. Und in meiner Amtszeit hat sich der Verband auf einmal verdoppelt. Und wir haben es trotzdem geschafft, mit klugen, basisorientierten Formaten alle mitzunehmen. Und dieses Know-how möchte ich sehr gerne in den neuen Landesvorstand einbringen.
Mein Name ist Laura Steger, ich komme aus dem wunderschönen Mönchengladbach und ich kandidiere heute, weil ich daran glaube, dass das gute Leben für alle keine Utopie ist. Und ich hoffe, ihr teilt diesen Glauben mit mir. Dankeschön. Vielen Dank, Laura, für deine Bewerbung. Wir haben zwei Fragen für dich. Die erste Frage ist von Adriana Gottschick aus dem KV Gelsenkirchen. Wie hängt für dich Feminismus mit dem Kampf gegen Rechts zusammen? Die zweite Frage ist von Julia Woller aus dem KV Köln. Welches Potenzial für die Weiterentwicklung des Frauenstatuts siehst du? Du hast für die Beantwortung 2 Minuten Zeit. Vielen Dank für die Fragen. Ich fange mit der zweiten Frage erstmal an zum Frauenstatut. Unser Frauenstatut ist gut. Ich weiß auch, dass es die Diskussion zu einem Finterstatut gibt und ich bin da sehr offen dafür, dass wir da zusammen dran arbeiten. Als politische Geschäftsführung in der Grünjugend NRW hatten wir auch schon diese Debatten und die haben wir sehr gemeinschaftlich auch diskutiert und sind am Ende zu einem guten Finterstatut gekommen. Aber wir haben auch ein sehr gutes Vielfaltstatut und ich glaube, es geht in den nächsten Jahren vor allem darum, das zusammenzubringen und vor Ort auch zu schauen, vor Kommunalwahlen, vor Bezirksvertretungswahlen und so weiter und so fort, dass wir eben genau da das Frauenstatut auch anwenden und dass wir mindestens 50% der Frauen in solche Ämter empowern. Und das gilt, wie Alexandra auch gerade schon gesagt hat, in Stadt und Land. Und wenn ich kurz was zu den ärmeren Kommunen sagen darf, weil Mönchengladbach ist eine Gebeutelstadt, vor allen Dingen auch da gilt es, durch Repräsentanz von Frauen wiederum Frauen zu empowern, in die Partei zu kommen. Das ist unfassbar wichtig. Der Kampf gegen Rechts. Wer sich ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigt, wo auch rechte Strukturen herkommen und wer ein bisschen beobachtet, dass vor allen Dingen antifeministische Strukturen in den Rechten organisiert sind, dann hängt das ganz nah beieinander. Ich glaube nicht, dass man diese Kämpfe einzeln voneinander führen muss, weil es gehört zusammen. Der Kampf gegen Antifeminismus, gegen ein traditionelles Weltbild, was Frauen gerne in die Küche stellen muss, hängt unmittelbar mit dem Kampf gegen Rechts zusammen. Und das ist meine Antwort. Ich hoffe, das reicht. Dankeschön.